Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute geht die Serial Tomaten halber machen weiter. Und heute habe ich die wunderbare Tomaten aus dem Garten, habe ein bisschen mit Gemüse verkocht und zu einer Passata angekocht. Und das sieht so aus. So viele Flaschen habe ich gemacht. Die eine noch nicht ganz voll. So sieht er aus. Ist schön dick flüssig. Und wenn es wird noch abgekühlt, wird es noch dicker. Und das finde ich super für den Winter, die Tomatensuppe verwenden. Wenn es zu dick, kann man ein bisschen noch Gemüsebrühe dazugeben, gekochte Reis hinzufügen, habt ihr schon ein Mahlzeit. Sogar wenn ihr Bolognese-Soße macht, müsst ihr nicht unbedingt diese gekaufte Ketchup nehmen und so weiter. Könnt ihr lieber sowas nehmen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es angekocht, nicht nur mit Tomaten, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und diese Gläser koche ich nicht ein. Ich werde jetzt noch eine schöne warme Decke drüber machen und langsam abkühlen lassen. Und es ist immer hat funktioniert, warum soll es heute nicht funktionieren? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und natürlich auch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Passata-Soße kann man zubereiten nur mit Tomaten. Aber ich mag gerne, wenn es so Saisongemüse sind noch da, auch noch was dazugeben. Und funktioniert immer sehr gut und hat man immer auch so einen tolleren Geschmack. Kann man, wie gesagt, nur Tomaten nehmen. Ich nehme heute so drei kleine Zwiebeln, ist ungefähr 150 Gramm. Eine große Knolle Knoblauch. Knoblauch auch Nachgeschmack, 350 Gramm Möhren, 400 Gramm Zucchini, Möhren und Zucchini für diese Sämigkeit dazu geben, dass die Soße richtig schön dick wird. Auch habe ich mich entschieden für zwei Äpfel, säuerliche Äpfel und dann von den Gewürzen nehme ich Thymian und Chili, habe ich mir so festgebunden, dass ich kann dann besser rausziehen. Dann schwarze Pfeffer, Salz und ein bisschen brauner Zucker. Kann man auch weglassen. Werde das jetzt alles klein schneiden und Zwiebeln mit den Möhren werde ich jetzt erstmal ein bisschen mit Olivenöl anbraten. Brauche vielleicht nur so 3 Esslöffel Olivenöl, mehr nicht. Erstmal die Gemüse alle vorbereiten. So, meine Liebe, so schnell geht es. Tomaten habe ich jetzt klein geschnitten und diese Stiel rausgenommen, Möhren auf die Reife gerieben, die Zwiebel klein geschnitten und das einfach in die Würfel. Ich mache heute mit 3 Kilo Tomaten. So, jetzt gehen wir ans Herd und kochen. So, ich nehme gleich große Topf, dann ist das besser alles umrühren und arbeiten. Gebe ich jetzt in den Topf ungefähr so 3 Esslöffel für diese 3 Kilo Tomaten und plus Gemüse wird das reichen. Nur, dass ich kann Zwiebel und Möhren ein bisschen anschwitzen. 1, 2, 3. Wenn ihr zum Beispiel nur Tomaten wollt verkochen, nur Tomaten und danach passieren die, dann müsst ihr auch kein Öl dazu nehmen. Gebe ich jetzt den Zwiebel rein. Kurz schmore ich erstmal nur den Zwiebel ein. So ungefähr so 1,5 Minute. Und dann können wir schon die Möhren reingeben. Dass die Möhren schneller ihren Saft lassen und werden schneller wachsen, gebe ich ganz bisschen Salz drauf. Nur ein bisschen. Decken wir mit dem Deckel, dann geht es alles schneller. So, schauen wir mal rein. Schaut, wie es aussieht. Die Möhren sind so schlaff geworden. Und jetzt können wir alle restlichen Zutaten einfügen. Als erstes geben wir Tomaten rein. Dann auch gleich Äpfel,
Zucchini, wenn ihr noch welche habt. Ich gebe überall gerne Zucchini, dass wir alle werden. Und den Knoblauch. Knoblauch habe ich gar nicht geschnitten. Einfach so gebe. Es wird alles verkocht und dann müssen wir sowieso alles pürieren. Ganz oben drauf, ganz bisschen brauner Zucker. In meinem Fall war eine große gehoffte Esslöffel, so ein voller Esslöffel Salz. Und dann, wenn es ein bisschen einkocht, gebe ich dann Gewürze rein. Es muss erstmal jetzt die Gemüse Saft lassen und mehr Flüssigkeit sein. So, zumachen und erstmal verkochen lassen. So, es sind jetzt fast 15 Minuten vergangen, bis das meine Gemüse richtig aufgekocht sind. Schaut, jetzt kochen die endlich. Nochmal umrühren. Jetzt geben wir noch ein bisschen Pfeffer dazu. So ein Teelöffel. Aber liebe Freunde, Gewürze lieber nach Geschmack. Was ihr für so eine Kräuter nehmt, kann man auch zum Beispiel mit Basilikum jetzt einkochen. Ich mache es heute mit Thymian und Chili rein. So reindrücken. Und jetzt lasse ich mindestens 20 Minuten köcheln lassen. Es soll alles schön verkocht sein und alles schön weich sein. So, mindestens 20 Minuten kochen. So, es sind 25 Minuten vergangen. Die Tomaten haben sie richtig schön verkocht. Wenn ihr auch Zucchini und Äpfel dazu gibt, wie ich, unbedingt schaut, dass alles schön weich ist, alles verkocht. Sonst dann sollt ihr lieber länger kochen. Und hier jetzt noch eine Sache. Wenn ihr möchtet, dass eure Soße richtig schön dick ist, aber ihr wollt ihn nicht so lange kochen lassen, bis das Flüssigkeit verkocht, kann man ganz anderes machen. Einfach ein Metallsieb reinmachen, dann Flüssigkeit sammelt sie sich hier und ihr könnt das richtig schön abschöpfen. Und danach könnt ihr das anfrieren oder in die Suppe, einen Topf, in Soße reinmachen. Das finde ich sogar besser, als nur einfach verkochen lassen und in die Luft und die Feuchtigkeit in die Küche lassen. So, ich nehme eine Schale auch raus, dass es nicht so dünn wird, die Soße. Und das ist einfach frei. Dann nehmt ihr nur wirklich die Flüssigkeit raus. Das müsst ihr aber unbedingt machen, bevor ihr das mit dem Stabmixer püriert. Danach geht es schwierig. So, das reicht. Ich möchte keine Tomatenpaste machen, sondern trotzdem meine Soße. Ich habe jetzt nur eine Schale jetzt rausgenommen und den Rest werde ich jetzt pürieren. Ich mache schon mein Herd aus, püriere einfach mit dem Stabmixer und werde sehen, wie das aussieht. Eigentlich jetzt kann man gleich dann so abfüllen. Nur in meiner Familie mögen die nicht, wenn es so eine feinere Soße ist und da sind die Kerne und Schale. Stücken, da mögen die nicht. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal durch den Lotterflotter machen. Aber erstmal püriere ich es fein. Weil danach auch mit dem Lotterflotter viel schneller, als wenn ich jetzt ein Stückchen mache. So, durch das Zusatz von Zucchini und Äpfel meine Soße nicht so richtig gut. Eventuell könnte man jetzt beim Kochen noch vielleicht Tomatenmark dazu geben. Aber jetzt lasse ich es so sein, wie es ist. Jetzt werde ich einfach nur durch den Flutterlutter noch drehen. Weil, schaut, es ist noch sehr viel große Stückchen von der Haut. Das werden meine Kinder nicht essen. Deswegen mache ich es weg. Natürlich, in Haut und in Kernen ist viel Ballaststoff, aber naja. Wenn die das nicht mögen, dann ist das so. Jetzt drehe ich erstmal die ganze Tomaten durch die Flotterlotte und dann koche ich es nochmal auf. So, und jetzt geht es los. Aber wenn es schon püriert, es geht viel, viel schneller mit dem alles so durchdrehen. Da, schaut, zack, zack und fertig.
Und dann haben wir ein wunderbares, schönes, wirklich Püree. Mache es mal schnell fertig und dann kochen wir das alles nochmal auf. So, meine Gemüse habe ich jetzt durchgedreht und jetzt probiert ihr das. Ich habe jetzt noch ein Drittel von Esslöffel Salz reingemacht. Muss es nicht sein, aber ich mag das. Und jetzt gebe ich auch noch Saft von einer Zitrone. In meinem Fall ist es eingefrorene Zitrone. Da mache ich mir immer Vorrat. Und wenn ich keine frische habe, dann kann ich immer auf die gefrorene greifen. Und irgendwie Schärfe von meiner Chili war nicht so richtig genug. Deswegen gebe ich von dieser russischen Adjika, diese sehr, sehr scharfe Soße, so ein halber Teelöffelchen für Geschmack. Jetzt müssen wir das alles nur aufkochen und heiß abfüllen. Natürlich kann man das auch nochmal für Sicherheit einkochen bei 90 Grad 30 Minuten. Das entscheidet ihr selber. So, es ist schon ein paar Minuten köcheln und ich messe meistens immer auch die Temperatur, wie mein Gut ist heiß. Ja? Weil beim gleich, wenn das ein bisschen fängt zu sprudeln, haben wir nicht diese höhere Temperatur. Muss man schon richtig aufkochen. Jetzt habe ich 95 sogar mehr, fast 98 Grad. Wir können schon unsere Gläser abfüllen. So, jetzt werden wir einfach schnell arbeiten und dann die Hitze bleibt noch in unserer Einkochgut und wir brauchen, dass es 80 unbedingt Grad bleibt, wenn er die in Glas kommt. Eine schöne dicke Soße haben wir gemacht. Geht schwer mit diesen Trichter. Wenn ihr wollt einkochen, unbedingt mindestens 1,5 cm hier freilassen. Wenn ihr wollt nicht einkochen, dann kann man voll machen. So, jetzt zuschrauben fest und ich lege ganz kurz so auf den Tuch die Flasche, dass die Hitze kommt an den Deckel. Dann geht es los. Müssen wir alles schnell arbeiten und eigentlich sehr vorsichtig sein, weil so eine mussartige Sachen, die spucken gerne, dass ihr euch nicht verbrennt. Ich stelle mein Elektroherd, jetzt steht er auf 2, dass sozusagen mein Gut nicht abkühlt und bleibt immer heiß. Ich schalte nicht komplett aus. Und so füllen wir erstmal unsere Tomaten-Gemüse-Passata auf. Schaut, sieht doch toll aus. So, meine Lieben. Sind wir wieder mal fertig? So viel habe ich rausbekommen von 3 Kilo Tomaten und plus noch Gemüse waren auch ungefähr über 1 Kilo. Ein kleines Gläschen ist nicht voll, er geht auch dann nicht in den Keller auf dem Vorratsregal, sondern nach dem Abkühlen in den Kühlschrank, gleich für den nächsten Verbrauch. Und wie gesagt, ich koche das nicht mehr ein, ich werde einfach noch mit einer warmen Decke zudecken und so langsam abkühlen lassen. So, liebe Freunde, und wenn euch dieses Rezept gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr diese Rezepte weiterteilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Bringt eure Ernte in Sicherheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!